Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Ja. Genau. Ich habe die Mods noch mal ein bisschen durchrotiert, nicht so viel, nur ein bisschen. Genau, wir haben jetzt ein neues Outfit an. Und wir haben jetzt wieder gemoddete Lichtschwert. Design aussehensgedöns. Und hier geht's jetzt weiter. Und wow, sieht das grau aus, ey. Ups. Ja, genau so. Ach. Ja, genau, wir sind und eigentlich relativ nah beim letzten Drittel, letztes Viertel vom Game. So viel ist da nicht. From those cracks underwater, but it's freezing up here. I can feel it. It's calling to me. We must be close. Jedi can't pick any Kyber crystal. It chooses you. Yeah, kind of like you. Bums, bums. A little shake. It'll be okay. Let's hope it holds. Ich könnte doch gar einen Funkspruch absetzen. Okay, ich bin ja gerade einfach. Okay, da wird wohl nichts aus dem Funkspruch. So. Whoa. Close one. Call's getting stronger. Let's hurry. So. Genau, hier haben wir das Ding schon erkundet. Landeplatz Gebostener See. Hier die Tempel. Kristallhöhle. Genau, hier müssen wir noch mehr erkunden. Ich fühle mich, als wäre ich von Ghosts. No, I'm not all right. It's hard to be here. Thanks, buddy. It's them. How did they find us here? Well, jetzt wissen sie nicht, dass wir hier sind. Da kommen wir mit Lichtschwert leider nicht durch. Hier aber schon. Where did you last see him? He was heading into the caves. He called out, but I couldn't find him. So. Upsala. Gehört jetzt mir. So, ja. Heute große Aufnahmemarathon. That's it.
I can see it's shiny. Genau, heute große Aufnahmemarathon. Dubidubidum, noch können wir den ganzen Käse nicht erkunden. Das sind rote Barrieren. Das habe ich nur gerade kurz überprüft. Ah, hier geht's weiter. So, genau. Ja, heute langer Aufnahmemarathon. Ich denke, wir werden nicht durchspielen Fallen Order. Weil ich noch Xenoblade aufnehmen will mit, aber bei Anno haben wir erstmal Reserve. Ein bisschen noch. Das müsste aber morgen dran sein dann. Zack. BD, don't come any closer. BD! Failure's not the end, my friend. That's goodbye. The time's come. This may be the last you see of me. I can sense the doom of the Jedi Order is upon us. No! Failure is not the end. It is a necessary part of the path. Hope will always survive in those who continue to fight. Like you, BD-1. I believe you will find someone just as brave and persistent as you have been. And you will help them, as you have helped me. But your memory will be completely lost. Are you sure you want to do this?
Beginning total memory encryption. Only with a trusted connection will your memories be restored. I believe in you, as I always have. And I believe in whom you choose to replace me. Your memories. You risked them for me. Yeah, I believe in you too, buddy. Still a chance. There's always a chance. Come on. Fun Fact, das sind die Farben, die die Klinge nachher hat, nicht die Farben, die im Menü zur Auswahl stehen, ne? Deswegen gibt es zum Beispiel silbernen Lichtschirm, deswegen ist dann zum Beispiel viel, viel kräftigeres Rot und ein viel stärkeres Grün als später bei der Auswahl. Aber ja, sorry, ich bin einfach ein Fan der weißen Lichtschwerter. Ich bin ein Ahsoka-Fan, weiße Lichtschwerter sind einfach cool. Wir bauen weiße Lichtschwerter. Boom, geteiltes Lichtschwert. Ja. So, erstmal gucken wir hier, was es. Oh my, es gibt den gebogenen Stil von Ahsoka in der Mod. Ich habe keinen mehr. Also, erstmal hier. Jared Paul. Müsste es hier nicht was Unsichtbares beigeben? Magido-Kampagne ist unsichtbar. Richtig? Genau, okay. Das wäre das Schwert. Dann gibt es noch dieses Schwert hier. Das Ahsoka-Schwert. Das Darksaber. Das Ding. Die Waffe. Oh. Nice. So, ich nach einer
coolen Waffe, die ich... die beidseitig gute Verwendung hat. Eigentlich nur das Ding hier, aber... Ich glaube, das Ding ist das Ding von Starkiller. Das von Obi-Wan. Ich glaube, wir nehmen mal das Starkiller-Lichtschwert einhändig. Nur. Gibt es eine Kombi, die nicht komplett scheiße aussieht, so? Weil die ineinander stecken? Das ginge vom Aussehen her, das sieht nicht komplett AIDS aus. Das Ding sieht natürlich... natürlich, die gehen beides das gleiche geht. Geht das auch? Das sieht auch ziemlich cool aus, so. For reals. Ah, nee, okay, der Schalter sieht doof aus. Den hier. Gibt es irgendwo Clipping-Issues? Was gleichzeitig ineinander klippt? Eigentlich sieht das hier sehr natürlich aus mit dem ineinander klippen. Dann nehmen wir mal die Combo. Haben eine coole Möglichkeit für Einhand und eine coole Möglichkeit für Doppelhand. Also, das sieht cool aus. Und das sieht cool aus. Jawohl, und jetzt gibt's hier erstmal direkt ordentlich Stuff zu erkunden. Ach, ist das nicht herrlich? Ach, jawohl. Den einmal kurz als Respawn-Punkt festsetzen. Ich glaube, dafür muss man meditieren oder sich ausruhen dabei. Ja, Alter, wie soll ich denn da rauskommen? Einfach in der Wand festgebackt, ey. Weil ich habe nicht genug Platz gehabt, um mit Hilfe von Iframes aus den Sturmtrupplern rauszurollen. Ah. Ganz kritischer Käse. Ganz kritischer Käse, ey. Someone's down there.
Make contact. Stormtrooper down. Move in. Fight us, you coward. Are we good enough to win? Stay aware of his movements. Come on and fight. Boah, ich hab mir das Spiel echt nicht künstlich schwerer machen sollen. Holy fuck. Oh. Oh no. Requesting maintenance. Enemy avoiding attacks. Knockdown initiated. Holy fuck, ist das Damage! Mhm. Okay, ich find's krass, dass dieser krasse geteilte Waffenschlag, den ich jetzt machen kann. Okay, wir haben hier ordentlich die Dinger verglitscht gerade aus Versehen. Are you all right? No, they spotted me. And that's not all. They're mining Kyber. Ja, sie bauen Kyberkristalle ab. Inzwischen dürften die meisten von uns wissen, warum das Imperium das macht. Mit dem Kyber Crystal Mining, warum ich jetzt hier gerade alle Enemies respawnt, weiß ich auch nicht so genau. Ihr seid Sturmtruppler, ihr trefft nie eure Ziele. Ja, nope. Ich glaube, das war so nicht gedacht, aber egal. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, das wird, in Star Wars Rebels ausführlich erklärt, warum ich da nicht zurückgreifen kann. Ist mir schleierhaft, aber okay. Ja. Genau, es wird in Star Wars Rebels erklärt, warum das so ist. Ja, ich hüpfe einmal kurz über euch rüber. Habe ich dich nicht gerade durchtrennt? Kommt das dann, ja, komme ich da nicht gerade her? Hallo?
Ja. Vielleicht muss ich so machen. Ja. Okay, genau, und jetzt müssen wir noch hier hin. Okay, gut, danke, dass du deinen Kumpel für mich ausgeschaltet hast. Okay, was zum Henker war das für ein Fehler? Not feeling so great, BD. Good save. Okay, wir sind durch diese Kletterwand durchgeglitscht und ja. Der Rest ist Geschichte, das ist der Rückweg. I remember the wonder of these caves. I couldn't wait to complete my training and become a Jedi Knight. Kannst du bitte? Danke. So. Zack. Genau, ja. Für diejenigen, die es interessiert, wenn Fallen Order vorbei ist, Fallen Order wird nach wie vor täglich kommen, aber dann wird Xenoblade auf den täglichen Slot wechseln. Das Nachfolgeprojekt hiervon wird tatsächlich dann auf den nur alle zwei Tage Slot wandern. Mache ich nicht oft. Oder habe ich, glaube ich, sogar noch nie gemacht. Außer vielleicht zu Breath of the Wild Zeit. Da kann das auch so gewesen, aber ich glaube, da hatte ich immer nur zwei Projekte und beide kamen täglich. Heutzutage habe ich das umgebaut, die Struktur. Lebensessenz. Aber Master, das ist easy. Zack. Ich glaube, damit haben wir alle Geheimnisse auf dem Planeten. Auf dem Planeten. Nice. Alle Geheimnisse auf dem Planeten eingesammelt. Und jetzt nichts wie raus hier. So. Aber ich würde an der Stelle sagen, das war's jetzt mal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.